Ohne Effizienz ging bei SimCity gar nichts. Und das hat mich halt übelst an SimCity ein Stück weit gestört. Es ging noch nicht mal darum, dass es irgendwie der Punkt, der die meisten so gestört hat, hier, ja, Städte zu klein oder sonstiges. Nein, 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 nein. Mir ging es pur darum, diese Effizienz halt, die man erreichen musste. Es ging kein Weg dran vorbei, effizient zu arbeiten. Und da muss ich sagen, sowas finde ich einfach nur kacke. So. Haben wir hier noch ein Straßennetz. Müssen wir natürlich auch mit einmal mit Wasser durchbumsen. Aber das hat man bei mir ja schon gesehen in meinen ganzen Versuchen, Minecraft zu Let's Playen, in denen ich immer wieder darauf angesprochen wurde, dass ich ja nicht gerade linear baue oder symmetrisch. Was war das? Strom ist da? Wasserverfügbarkeit. Okay. Da brauchen wir noch eine Pumpe. Ich hoffe, das war auch die Pumpe und nicht irgendwas. Okay. Und ein Abwasserrohr. Mir fällt auf, ich habe noch nicht mal Wassersäuberungsanlagen. Weil normalerweise macht man dann Wassersäuberungsanlagen da rein und das ist... Ist einfach hübscher. Es macht halt nicht. Warte, wartet. Das da. Oh Mann, unsere Stadt. Total verwirrendes Chaos hier. Echt. Ist schon schlimm. Ach ja, stimmt, wir könnten ja auch hier noch eine Brücke rüberziehen von hier. Eine parallele Brücke, die bestimmt nicht so parallel ist, wie ich das gerne hätte. Nee, absolut nicht. Ja, überall die Straßen auszubessern, ging natürlich auch noch. Aber ich mache das halt hauptsächlich in so Vierteln, wo es halt gefährlich wird. Wo es viel staut oder so. Da achte ich momentan drauf. Und das sehe ich bisher halt nur an sehr wenigen Stellen. Okay, dann machen wir hier mal U-Bahn-Station in den Kreisel. Ja, dann hier eine, da eine, da eine und hier eine. Dann verbinden wir die mal allesamt. So, machen dann hier einmal eine Linie rum. Einmal so. Dann einmal so. Linie. Einmal von hier nach da, nach da, nach da. Und dann machen wir hier noch eine Linie in die entgegengesetzte Richtung. So. Dann haben wir da die Struktur. Der Bahnhof, ja, den mache ich hier oben noch erreichbar. Keine Angst. Was ist das? Zuglinie. Oh, geil. Oh geil, Moment. Das wusste ich ja gar nicht. Wir könnten auch mit dem Zug gut arbeiten.
wenn wir... Das ist ein Güterbahnhof. Das heißt, wir brauchen hier noch einen normalen Bahnhof. Ach nee, den normalen Bahnhof mache ich dann woanders hin. Sehr geil. Daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Ja, wir brauchen Industrie. Kein Ding, kein Ding. Wir haben hier Industrie noch und nöcher. Also da könnt ihr euch überall ausbreiten, Jungs. Ja, da auch drin. Das ist euer Kreisel. Euer Kreisel, Jungs. Da könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. So, dann Geschäftshäuser. Machen wir mal kleinere hier dazwischen. Hier so bis hierhin und hier das Ganze mal so ausgefüllt. Weil wir haben da ja auch kleine Industrie. Na, hier ans Ende können wir mal ein bisschen was, ein bisschen was dicht besiedelteres machen. So einzeln verteilt. Vielleicht ja noch so. Und so. Ja, das ist ganz cool. Und jetzt machen wir hier noch kleine Wohnhäuser hin. Ja, kein Strom. Der Strom kommt doch gleich. Mann, oh Mann, oh Mann. Kaum eingezogen, direkt am Schwirren. Ich habe aber noch keinen Strom. So, Stromnetz. Verbinden wir einen von hier nach hier. Dann von hier nach hier. Von hier nach hier. Strom, Strom, Strom. Von, ne, die haben Strom. Da bildet sich jetzt auch der Strom. Ja, hier muss ich einfach von hier nach hier rüber gehen. Gut ist. Genau. So, Buslinien. Buslinien hätte ich auch gerne hier drin. Weil ich finde, Buslinie. Buslinie startet. Hier. Geht hierhin. Hierhin, dahin, dahin. Dahin, dahin, dahin. Nur einmal mal eine, die außen rum fährt, komplett. Und dann hätte ich gern noch eine, die innen rum fährt. Starten wir hier. Hier, 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 hier. Abschließen. So, da haben wir jetzt zwei Stück, eine hier oben. Das heißt, wir können hier noch eine machen. Startet hier, geht hier hin. Hier hin. Hierhin, 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 hierhin und abschließen. Okay, Busnetz ist relativ gut verteilt. U-Bahn ist relativ gut verteilt. Feuerwehr. Feuerwache hätte ich gerne hier oben eine mit drin. Und das dürfte das Ganze auch gut ausschließen. Polizei. No, Polizei needed. Krankenwagen. Dabei werden wir... Da brennt es. Echt jetzt?
Krankenwagen werden wir hier auch mal einen reinmachen. Einfach weil ich finde, ich weiß nicht, ob es überhaupt was bringt im Industriegebiet, aber ich finde, es gehört dazu. Friedhof machen wir einen nach hier oben irgendwo rein. Ein Friedhof. Ja, der füllt das auch gut aus. So. Polizei brauchen wir keinen. University sind die meisten auch nicht allzu gebildet hier. Wir könnten mal eine zweite... Ah, wir haben genug Plätze. Eine Oberschule wäre ganz cool. Die setzen wir hier hin. Und Grundschule haben wir da oben ja eine hingesetzt. Und hier die paar wenigen. Weiß ich nicht, ob die unbedingt eine brauchen, aber ich setze mal eine rein. Just for the heck of it. Haben wir denn irgendwelche Gebäude, die ihr spendiert bekommen könntet? Ja, ein Stadion. Ein Stadion. Was sagt ihr denn zu einem Stadion? Stadion wäre cool. Ja. Okay. Da habt ihr euer Stadion. So, Strom. Haben wir noch irgendwas ausgeschaltet? Nein. Der Staudamm läuft. Das läuft. Das ist ein Atomkraftwerk. Die Kraft des Atoms liegt in ihren Händen. Diese verschmutzt den Boden nicht, erzeugt keine Belehrlösung, hoher Wasserverbrauch. Dann müssten wir da wahrscheinlich noch ein bisschen Wasser machen. Mit den Bonzenschweinen. Tiefstpreis und tolle was? Wasser haben wir schon das Beste, was geht. Müll ist auch... Mülldeponie, Auslastung. Sind die hier eigentlich mittlerweile leer? Wo waren die denn? Nein. Was mit dir? Ich kann mal leeren. Die werden geleert. So, wie viel sind die denn leer? 24%. Dann können die mal wieder anfangen. Hier war doch noch einer. Genau, hier. Und hier 74% voll. Weißt du, da sind schon zwei Feuerwehren und da unten brennt es trotzdem. Oh, Mann. Ich glaube, hier machen wir mal eine verbesserte Straße rein. Also hier. Ort ist bereits belegt, Ort ist bereits belegt, Alter. Unsere Stadt blüht gerade mal wieder. Richtig krass. Madison-Viertel.